Hallo, liebe YouTuber, wir sind wieder bei WoW. Wie ihr seht, sind wir in der Ja. Kaserne. Baracke, wie auch immer. Wie auch immer. Baracke. Jetzt geht's aber hier Baracke. los. Ne, wie heißt das Ding hier nochmal? Bastion. Garnison. Garnison, mein Gott. Blacky müssen wir auf Garnison. jeden Fall mal hier nochmal losschicken. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach Talidor, ne? Talador, oder? Also ich würde gerne noch mal kurz. Ich kann auch mein Du. Fischerhaus upgraden. Also ich gehe kurz zu Sturmschild, um noch mal kurz abzugraden. Ich kaufe mir jetzt doch da also schon mal das Upgrade. Ja. Falls ihr euch wundert, dass wir jetzt auf einmal von einer Folge in der anderen hier in der Garnison sind, das liegt daran, weil wir einen Tag Pause hatten. Wir brauchen unbedingt einen Tag Pause nach unserer letzten Session. Nein, und es liegt auch daran, dass wir immer zwischendurch manchmal online kommen und unsere Anhänger losschicken. Ein Ja, paar auch. Materialien und so alles und XP hochballern. So sieht's aus. Aber bei mir lag es daran, weil ein Tag Pause dazwischen lag. Ich brauchte unbedingt den Tag Pause. Dachpause ist es eigentlich gar nicht, oder? Bitte? 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 Ja, bitte. Bitte. Bitte, gerne. Ja. Danke. So, und ich werde keine Schmiedekunst machen, ich werde Verzauberungskunst und Ingenieur machen. Und ich stehe hier gleich direkt. Lass mich sehen. Nee, ich glaube Und ich stehe hier gleich direkt. Alter. auch. In der Zeit, wo du da noch zugange bist, gehe ich hier noch mal in meinen Lager und ziehe mir eine Pulle Kaffee rein und eine gute Spitzhacke und dann wird hier erstmal ein Worger auf. Naja, wie soll ich sagen? Aufgeworgt. Aufgeworgt. Nee, werde ich hier erstmal mir einen Koffeinschock verpassen und werde mit der Spitzhacke hier mal ein bisschen rumhämmern. Also hier habe ich Mondstoß, Gasthaus, Stufe 2 und dann kann ich erheuert jede Woche zufällig Anhänger an. Ihr könnt bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten angeben, an denen ihr besonders interessiert seid. Also, falls noch Das hat was mir soeben fehlt. gerade der Blackie gesagt und das werde ich doch mitnehmen. Na klar. Sobald ich die Garnison auf Stufe 3 habe, werde ich das auch machen. Na, ich werde es jetzt schon machen, weil ich habe ja schon das Mondstoß Blue und so hier gemacht. Echt? Ja. Wieso hast du War nicht die direkt Sche gleich am Anfang das. Wieso hast du Gemacht nicht die hatte. Scheune genommen? Weiß ich nicht, für was ist denn die Scheune? Die Scheune kannst du Reittiere fangen. Denke ich, also so ist der Plan. So ist dein Plan. So ist Oh, mein Plan. 300 Punkte und 300 Gold. Oh, ich werde arm, Leute. Nein, aber ernsthaft, das ist voll teuer. Ja, Hier, gut. generell die. Egal. Hast du Wenn es denn doch denn was. das denn geholt, die Erweiterung schon? So eben gerade, ja. Wow, ich werde angegriffen in meiner eigenen Höhle. Und es wird, ja, das hatte ich nicht, aber du. Ja, du bist eben halt ein nasser Hund. Nee, diesmal nicht. Ich bin wieder trocken. Können wir ändern. Oh, wenn du den Typ umhaust, hat er 9 Erz bei sich. Das ist gut. Ja, geht. Das ist gut. Nee, ich mag das. Ich finde es gut. So. Ich werde auch gleich mal einfach mein Rezept allein für Ingenieurskunst, damit ich hier mal gucken kann, ob ich gleich ein bisschen was machen kann. Weil ich habe ja eine. Ich habe ja so gesehen Bergbau. Ah, das ist cool. Hier. Da ich eine eigene Mine habe, kann ich damit auch alles hochskillen. Generell cool. Somit brauche ich nämlich. Gar nicht hier irgendwie sagen, ey, hier. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich weiß es leider auch nicht. Ja, wenn das jemand wüsste. Das frage ich dich. Nein, aber ich habe eine eigene Mine und alles, dafür brauche ich keine extra Bergbau mehr erlernen. Das heißt, ich habe zwei Hauptberufe jetzt. Naja, Und gut. wenn nicht, werde ich irgendjemanden beauftragen, der Bergbau hat. Und dann läuft's. Naja, ich habe ja auch noch ein bisschen, So ne? weiß ich.
brauche definitiv mal größere Taschen. Also ich hätte hier jetzt noch so ein Item, aber das brauche ich eigentlich ja gar nicht. Ich bin ja Paladin. Was Von für ein daher Item? brauche ich das nicht. Hiermit könnte ich Toten aufbeleben. Aha. Ah, das brauche ich ja nicht. Aha. Hiervon werde ich einfach mal 5 herstellen. Benötigt ein S. Nötigt ein S. Da oben stand ein S. Richtig, richtig. Benötigt ein S. Ein Silber oder was? Verstehe ich nicht. Was für ein S? Wo steht das? Ich merke gerade was, die Mülltypen kommen gerade wieder. Ich muss mal kurz Fenster zu machen. Ja, die Mülltypen! In Fachkreisen nennt man sie auch Müllabfuhr. Wow. Jetzt wäre ich beinahe über die Katze geflogen. Nein, wenn jetzt die Mülltüten gewesen, hättest du gemacht und so. Ja, geht's halt, ey. Und das wolltet ihr bestimmt nicht hören. So, jetzt brauche ich einen Amboss. Ein Amboss, sagt er. Ja. Haben wir denn hier irgendwo einen? Weißt du, was cool wäre? Wenn man hier noch so ein eigenes Lager hätte oder so. Ja, in der Bastion. Das wäre cool. Aua. Dass du an deine Bank zugreifen kannst. Ja. Dann bau dir einen Handelposten hin. Nee. Aber das ist es. Nee. So, bevor wir jetzt, denke ich mal, hier weiter vergammeln, wollen wir einfach mal losgehen, oder? Denke ich mir mal so. Prächtiges Fell braucht man hier. Okay, das muss ich also beibehalten. Also muss ich behalten. Ansonsten Problem und so. Mit Verzauberungskunst und Ingenieurskunst soweit habe ich gesehen, kann man Geld machen. Deswegen habe ich jetzt diese zwei Berufe, falls jetzt nochmal die Frage kommen sollte, warum. Und ja, ich gehe jetzt nach Talando. Hast du nicht eine Schmiede bei dir? Nicht mehr, nein, ich habe sie verkauft. Okay. Dann muss ich. Ah, hier sind die Fallen, okay. Wir waren wirklich Talador, ne? Fort Rain of Talador waren wir. Da bin ich jetzt auf dem Weg hin. So, ich habe 2 Fallen, das heißt, ich kann 2 Tiere fangen. Wo bist du denn eigentlich schon? Hä? Ich bin in der Garnison immer noch. Aber also, ich bin gerade auf dem Weg. Wo, ins Questgebiet? Ja. Gut, dann fliege ich da jetzt auch hin. Wird nämlich Zeit, dass wir hier mal wieder rauskommen aus diesem Kaff. Hier ruckelt es mir ja, ein bisschen zu stark. Sonst sieht man uns nämlich gar nicht mehr, also ist so. Fort Vaim oder was das war, müssen wir hin, ne? Fort Rain heißt es, oder? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ihr wisst, was wir meinen. Ich hab's ja gesehen, wo wir raufgeklickt haben. Zur Not könnt ihr jetzt auch zurückspulen. Und dann in die Kommentare posten. Oder so ähnlich. Nein, macht's bloß nicht, tut's euch bloß nicht an. Also ich habe bei mir so kleine Mikroruckler, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich auch nicht, was ist das denn? Wahrscheinlich muss ich den Rechner mal wieder neu starten. Was? Ist der seit gestern an oder was? Der ist seit vorgestern an. Läuft. Mein aber hatte mal eine wie lange Pause? 4 Stunden Pause hatte er. Weil der hat so lange noch gerendert. Dito. Bei mir gestern abends noch. Dito. Aber ich muss den Rechner sowieso mal wieder neu machen, von daher. Ja, müsste ich auch irgendwann mal machen. Also, das Problem ist, wenn man Let's Plays und alles macht und man ladet sich ja Spiele runter, testet sie an und spielt und dann die Videodateis, die speichern sich ja irgendwo woanders auch noch ab und es zieht irgendwann den PC dann runter. Man sollte den dann doch mal entlasten und neu machen. Auf jeden Fall. So, ich mach wieder meine Flügel an. Ja, du bist irgendwo da oben, habe ich gesehen. Ja, bin hier oben, ich warte schon auf dich. Ich lauf mal zu dir hin, wa? So. Hallo Zuschauer. Willkommen. Zum kleinen Marathon? Nein, kann man nicht sagen, aber
Hier links ist eine Kiste. Naja, Marathon, irgendwie ja schon. Wir werden jetzt auch ein paar Stunden zugange sein, denke ich. Ja, stimmt. Aber nicht so extrem wie, sag ich jetzt mal, am Wochenende. Okay, warte, ich... So, jetzt bin ich voll dabei. Was haben wir hier? Platte. Ein Zauber. Ja, ich dachte gerade, die sind sogar besser als meine, aber doch nicht. Trägst guck mal, wie er die ganze Zeit die Verzauberungssachen einsammelt, ey. Bist du hier Dings? Was? Bist du Plattenträger? Da. Deswegen tankt er hier die ganze Zeit, ey. Unglaublich. Und weil ich Paladin bin, ich halt mehr aus als du. Ach so. Wenn ihr mal einen Fight sehen wollt zwischen uns beiden, ich kann euch jetzt schon sagen, wie er ausgeht, ich gewinne. Wahrscheinlich. Nein, ist auch eigentlich vor Unfall gegen Paladin zu kämpfen, finde ich. Erstens, der kann sich dauerhaft selber healen, es sei denn, sein Mana ist leer. Und er hat Hand auflegen, Schild und. Also. Gegen einen guten Paladin anzukommen, ich denke mal, ist ziemlich schwer. Auf jeden Fall. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich gut bin, bin ich auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, es gibt tausend andere Spiele, die sind besser als ich, aber. Paladin, ich meine generell Paladin ist einfach cool. Es reicht ja schon, dass du besser bist als ich. So, hier müssen wir irgendwie was. Platziert eine Bombe oder so. Oh, oh. Bomben? Oh. Wohin? Wohin? Wohin fragt. Hast du die Quest fertig? Scheint so. Vorräte zerstört, er gesagt. Besuch bei. Okay, du bist schon bei einer anderen Quest, ja. Gorduni? Oder sowas? Er ist schon abgerutscht. Hat euch keinen. Ne, sag mal, weil bei mir. Ne, bei mir leuchtet das hier noch. Da muss ich wohl noch mal irgendwas machen. Naja, wir müssen jetzt kann ich hier eine Bombe legen, ja. Also muss das extra machen, oder was? Ja, muss ich extra machen. Okay. Na, ich töte hier unten schon mal, weil es zählt ja jetzt, selbst wenn ich hier unten bin, für dich mit. Sah oder auch nicht. Sieht nice aus. Doch. Vorräte zerstört, ne? Ne, warte. Hier unten, da unten. Der würde jetzt wieder für dich zählen. Ach, da unten muss ich hin, okay. Was? Ich werde angegriffen. Ja. Verdammte Scheiße. Ah, den brauchen wir sogar. Den brauchen wir. Auf ihn! Ist vielleicht sowieso schon tot. Ich muss dauern, das Ding auch noch zerstören. Dann gehe ich direkt mal da runter. Also ich muss auf jeden Fall nach der Folge mal eben kurz mal Rechner neu starten, weil ich glaube, das hat sich dann doch schon ein bisschen mitgenommen. Da könnt ihr immer. Dauert auch nicht lang, ich habe einen guten und schnellen Rechner. Weil ich möchte dann doch schon, dass das richtig flüssig läuft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh ja. Also hier sind noch so eine Kiste, da muss man aufsammeln hinter dir. So müssen wir das hier jetzt zerstören. Ich bin geslowmoshed. Ja. Yeah. Ah. Fällt eh nicht auf. Meinst du? Ja. Läuft auf jeden Fall. Ja, und in der letzten Folge habe ich die TS-Daten rausgeschnitten, zwar nicht, aber ich habe dann schwarze Teil irgendwas übergeblendet. Ja. Weil wir wollen ja nicht, dass in unseren Guild-Tests auf einmal keine Ahnung, wie viele Leute sind. Oh, meine Stimme geht langsam weg. Läuft okay. Auf jeden Fall. Ja. Das liegt wieder daran. Ach so. Rede zu viel. Ich hätte wieder irgendwas angreifen können. Auslassen können, aber ich hab's angegriffen. Ja, du nun wieder. Aber egal, ich hau's einfach weg und dann ist gut. Der schreit aber ganz naja, komisch. Ich loote mal. Dann kann ich's töten. Oh. Oh, ein Bogenschraubenschlüssel. Und dann könnte ich die hier so richtig als Ingenieur auseinandernehmen. Aha. Das heißt, ich hätte vielleicht eine Möglichkeit, wo ich meine Ressourcen sammeln kann. Oh, ey, ich ist hier... nicht wahr. Guck mal, wer da oben lang fliegt. Der Vogel, den wir in der letzten Folge so krass gesucht haben. Jetzt fliegt der Tatsache einfach an mir vorbei, Alter. Als ob nichts wäre, weißt du? Unfassbar. Wer die letzte Folge gesehen hat, auf jeden Fall, also... Übel. Ich habe eine extra eine Quest jetzt für meinen Beruf bekommen wieder. Übel.
Wir haben den letztens nur gesucht. Aber gut, in der Folge waren wir auch. Das war die letzte Folge, die wir dann gemacht hatten. Nee, nicht stimmt ja, gar ja. nicht. Doch, doch. Nee, die vorletzte. Ah, doch. Nee, doch, das war die letzte. War die letzte, bist du sicher? Nee, ja, das war da nicht hatte die ich letzte. doch. Da. Ich hatte auch meine Testdaten da aus Versehen. Ach ja, stimmt. Schon. Ja, aber da waren wir schon so down, dass wir einfach nur gedacht haben, WTF, Alter. Ja, da mussten wir auch danach direkt aufhören. Es hat uns nicht mal gut getan. Vielleicht euch, vielleicht gab es da Lachnummern, ich weiß es nicht. Ich will mir die Folgen auch gar nicht angucken, weil ich glaube, ich war doch ein bisschen neben der Spur. Ah, nicht nur du. Da ist ein Bogenschütze, der mir hier voll zusetzt. Da hau mal drauf. Den anderen auch. Also ich finde, mein Damage ist auch gerade voll hochgegangen irgendwie. Ja, wer weiß, was du wieder genommen hast, ey. Ach shit, dann müssen wir uns ja wieder neu anmelden gleich, ne? Das ist ja nicht schlimm. So, ich weiß nicht. Warte! Komm schön! Ja, ich hab dann noch 1 und 2. Direkt nebeneinander fast. Hi, hab ich! Alles fit? Moin! Willkommen bei den WoW-Suchtis. Willkommen bei den WoW-Suchtis. So, Bombe platzieren hier. Bombe platzieren. Wieso hat er mich eigentlich schon wieder im Target? Ist die Bombe gerade weggelaufen? Au! Ja, ja, und explodiert. Ah, das ist schon mal Vorteil hat. Also ich muss jetzt gleich mal kurz meinen Rechner neu starten. Nach 5 Minuten ungefähr jetzt noch. Nicht weglaufen. Klar, bei uns ist alles fit. Falls die YouTuber jetzt fragen, mit wem redet ihr da, wir sind nämlich immer noch im Livestream. Na, bei mir schreibe ich das oben immer an der Leiste. Bei den Titeln schon. Echt? Also ich, ja, klar. Rechts hätten wir eine Quest abgeben können. Ja, und hier rechts haben wir noch eine Quest. Stimmt. Hast du gut gemacht, warst brav. Warst ein braves Miraculi. Ja, ne? Hast fein gemacht. Aua. Mach Damage! Was ist das da? Na! Bist du das? Nee, ich bin Gegner. Nee, du bist Gegner. Ja. Hier, der Roboter, der ja. Greift dich an. Der greift nicht an. Der greift dich an, guck doch. Alles bin ich. Okay, und jetzt? Physik nicht, wenn die Kiste fertig. Okay. Dann nehmen wir den Roboter einfach mal mit. Genau. Dann somit müssen wir nämlich nicht mehr kämpfen gerade hier. Finde ich cool. Ah, jetzt. Wieso kannst du nur... schon. Oh, okay. Hat sich wohl gerade erledigt. Wir müssen zusammenhalten. Mit Graka, also mit Grafikkarten? Ja, kommt drauf an, was du wissen willst. Also ich bin jetzt nicht bewandert, aber... Also ich bin kein Experte. Aber... Vielleicht kennen wir ja die Antwort. Kann ja sein. So, und ich habe ein neues Schmuckstück bekommen, das ist auf blau aufgewertet worden. Ein Schmuckstück. Und das erhöht doch meinen GS bestimmt wieder. Blenden, na 5,48 habe ich jetzt, ne? Ne, ich habe, das ist schlechter bei mir. Das ist leider schlechter, ja, das ist schlechter. Ich habe jetzt, meine Waffe hat jetzt einen Gegenstandsschuh von 5,94, also das, boah. Nicht schlecht. Und soweit ich gesehen habe, wird die auf 620 dann später gehen. Okay. Huch. So. Angriff! Bah! Was war das denn? Nix. Spielzeug oder was? Ja. Oder war das die Funktion von den... Nee, ich habe ein Attentat auf dich losgeschickt. Ach so, ein Attentat, ja. Ist das klar. So? Ist das so? Ich bin gerade am Verkaufen. Mhm. Als ich wundere, dass ich hier wieder so blöd dastehe. Ah ja, verkaufen, das ist ja eine gute Idee. Wo, bei wem? Ich habe die besten Waren im Land.
So, ich gucke mal hier. Zack, zack, zack. Hast du es eigentlich spezifisch nach dem Dungeon gesucht, oder? Ich hab's, ignorieren. So, ich werde mal kurz hier aufräumen machen. Damit das ein bisschen unordentlicher aussieht. Kommt drauf an, was bist du bereit auszugeben für deine Grafikkarte? Ich könnte dir jetzt auch sagen, nimm die Titan Black Edition. Allerdings kostet die Grafikkarte allein schon fast 2000 Euro wahrscheinlich. Nein, also wenn du eine gute Grafik... Es kommt drauf an, was möchtest du denn spielen? Also, wenn jetzt nicht... Hi, Pretty! Moin! Also, welche wenn ich zurzeit bei mir drin habe und die ich echt empfehlen kann, ist die GTX 660 Ti. Ja, die finde ich speziell ganz gut. Ich kann alles auf maximale Auflösung spielen. Also, ich kann auch meine gut empfehlen. Ich kann auch alles auf Max spielen. Meine ist sogar, ich glaube, billiger. Ja, ich glaube, dann meine ist billiger. Meine ist die R9 770X. Also, die ist overgeclockt von Gigabyte. GTF. Wollen wir weiter, oder? Ja, dachte, wir wollten es erstmal neu starten und so. Ja, mache ich auch, sobald wir das Let's Play beendet haben. Was ich hier jetzt auch... Ach, die hast schon drin, welche? Die GTX 660 Ti? Oder die... Was war das bei dir? X9? Ja, die X290... sag ich schon. Die... R9, jetzt habe ich es, R9 270X habe ich drin. Und damit kann ich alles super spielen. Ich kann sogar Let's Play dabei streamen und so. Alles gar kein Thema. Gut, ich sag hier schon mal Tschüss für die YouTuber. Aber jo, ich auch. Aber bei uns geht's natürlich weiter. Bis gleich. Genau, bei uns bist du drin. Ciao.